Jausen, heute zeige ich dir, wie du diese auf Stories Antworten Funktion kreativ nutzen kannst. Es gibt viel zu viele Funktionen, die man nicht ordentlich nutzt oder nicht drüber nachdenkt, wie man sie noch nutzen könnte, und darum geht es heute. Wenn dich solche Sachen interessieren, abonniere den Kanal, lass einen Daumen nach oben da, schau das Video bis zum Ende. Wenn die Glocke noch nicht aktiviert ist, dann lass sie klingeln, die Glocke, und mach sie mal an und verpasst du nie wieder ein Video. Und wenn du mal möchtest, dass ich deinen Namen hier erwähne und sage, ey, schön, dass es dich gibt, dann kommentiere jetzt schon mal unten in die Kommentare mit dem Wort Shoutout. Nach dem Intro geht's los. Wie die Teile, die man sich auf dem Volksfest, Rummel oder wie auch immer du das nennst, kaufen kann. Lose. Gleich geht's lose. Du stellst Fragen und ich beantworte sie in der Frag den Dan Show. Wenn du Stories machst, können Leute darauf antworten. Außer du hast es bei dir in den Privatsphäre-Einstellungen ausgeschalten. Und wenn Menschen darauf antworten, dann sieht man ja auch einen Ausschnitt deiner Story bei denen in der Antwort. So als Bild. Und das kann man recht spannend nutzen. Ich zeig dir mal, wie ich das genutzt habe. Was ich hier gemacht habe, ich habe einfach eine Rose auf schwarzem Hintergrund gepackt, so ein Rosen-Emoji, und habe den Leuten gesagt, ey, mal doch mal was um die Rose rum, und habe dann auch Nachrichten zurückbekommen. Zum Beispiel diese hier von Lisa Marie. Sie hat es jetzt ganz schön umgesetzt an der Stelle, genauso hat es auch Chantal gemacht. Und was das Schöne daran war, ist, ich habe den Leuten eine Möglichkeit gegeben, um meine Story, also um das, was ich gepostet habe, rumzumalen. Das kann man natürlich auch nochmal ad absurdum treiben. Zum Beispiel hat das Pablo Rochard gemacht mit einem seiner Homes, und die haben sich gegenseitig immer was zugeschickt und dann reingemalt. Aber was kannst du jetzt damit machen? Naja, also ich habe zum Beispiel mal meinen Kumpel Tobi, der macht zum Beispiel Bilder auch ganz schön, oder auch mein Kumpel Ben, und da habe ich mal gesagt, ey, wenn du ein Bild zum Beispiel hast von dir, weil du ein Fotograf bist, könntest du mal ein Foto von deinem Bild einfach in deiner Story posten und die Leute dazu aufrufen, dieses Bild bei sich zu Hause zum Beispiel an die Wand zu machen. Im Endeffekt drücken die Leute ja nur auf den Antwort-Button, dann können sie dein Bild, was du vorher gepostet hast, bei sich positionieren in ihrer Story und damit dir was zurückschicken, wie das Bild zu Hause bei ihnen aussieht. Und da könntest du zum Beispiel ein Gewinnspiel draus machen, irgendeine Aktion, pass mal auf, poste ein Bild in der Story, wo du mein Bild bei dir zu Hause aufhängst, markiere mich und der Gewinner, ich suche mir jemanden raus, dem schicke ich dann das Bild zu und er kann es an diese Wand machen. Genauso könntest du auch überlegen, ob du es irgendwie schaffst, zum Beispiel wenn du Kleidungsstücke hast, die so abzufotografieren, dass Leute diese Kleidungsstücke bei sich mit draufklatschen können. Du kannst auch einfach nur das Gesicht von dir oder einem Protagonisten aus deinem Unternehmen nehmen, das wirklich mal abfotografieren, sodass Leute das auf sich drauf machen können. Es gibt da also sehr, sehr viele Optionen, du musst nur mal drüber nachdenken. Wichtig ist, wenn Leute auf deine Story antworten, ist immer deine komplette Story quasi zu sehen. Das heißt, wenn da viel außen rum ist, dann wird das Bild stören. Wenn ich jetzt also quasi ein Foto von meinem Gesicht mache und man sieht noch den ganzen Rahmen außen rum und ich sage, hey, pass mal auf, pack das Gesicht auf deinen Körper, dann wird das komisch aussehen, weil wenn die Leute nicht vor demselben Hintergrund etc. sind, dann lässt sich das nicht so gut ausschneiden. Wenn du jetzt aber sagst, hey, pass mal auf, du hast etwas, was mit einem einfarbigen Hintergrund funktioniert, wie zum Beispiel meine Rose, dann können die Leute darauf antworten, den Hintergrund ihrer Antwort anpassen an meinen Hintergrund, also auch schwarz machen, ich hoffe, du verstehst, was ich meine, und können dann ganz easy außenrum malen. Also das solltest du auf jeden Fall beachten, dass du nicht irgendwie versuchst, eine Aktion zu machen und postest ein Bild, mit dem man dann gar nicht weiterspielen kann. Also überleg jetzt mal für dich, was könntest du machen, wo Leute mitmalen können, wo Leute aus deiner Story mehr machen können, indem sie darauf antworten. Und wenn du was Gutes gefunden hast, markier mich mal drin, ich mache mit, ich spiele mit und reposte das dann auch bei mir. Wenn dir das Video gefallen hat, gibst du einen Daumen nach oben, abonnierst den Kanal und ja, freust dich, dass dir das Video gefallen hat. Der Shoutout diese Woche geht raus an XXZarmi. Ich war noch nicht auf dem Profil, aber es ist ein X zu wenig, als dass es ab 18 wäre. Dementsprechend Shoutout diese Woche raus an XXZarmi, und wenn du auch mal einen Shoutout haben möchtest, kommentiere hier drunter mit dem Wort Shoutout. Wir sehen uns demnächst wieder. Ich bin raus. Ach ja, eine Sache noch, weil viele ja immer sagen, Mann, Dan, du zeigst dann so Beispiele und ich weiß gar nicht, wie ich es machen soll. Man macht dir einen Kopf. Es geht darum, dass du die Prinzipien verstehst und dir darüber Gedanken machst, was man alles anfangen kann. Und das ist nicht meine Aufgabe.
Aber wenn du mal Fragen hast, weil du nicht weiterkommst oder ein Feedback brauchst, schreib mir einfach bei Instagram @einfachdan. Ich bin raus.